es ist Zeit für ein neues Video und heute geht es darum, was Fachwissen mit euch macht. Und ich war jetzt ja auch super lange auf der Fläche tätig und ich war ganz stolz, dass ich das alles wusste und dass ich so viele Begriffe kannte. Und wenn ich als Kunde unterwegs bin, höre ich das auch sehr oft. Ist zwar toll und man ist stolz darauf, aber wie wirkt das denn auf den Kunden? Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, so wie es mir mal ergangen ist. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich werde euch noch erklären, was das OMA-Prinzip ist. Und damit bindet ihr Kunden. Und ja, schaut euch erstmal an, wie ihr es vielleicht nicht machen solltet. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich bin hier in der falschen Abteilung, aber ich suche für mich eine Jeans. Ja, aber wir haben auch Damen-Jeans. Gerne. Das freut mich. Schätz mal, Sie tragen so 30er, 31er Weite und Sie haben schöne lange Beine. 34, 36er Länge? Eigentlich trage ich Größe 40. Ach so, ja, mit Konfektion haben wir das hier gar nicht. Also wir haben amerikanische Weiten. Hm? Ach so, okay. Mhm. Ja, das wusste ich nicht. Ich bin so selten unterwegs. Ach so, okay. Ja, ich habe schon eine im Kopf, die zeige ich Ihnen mal. Die kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Moment. Gucken Sie mal, ich habe Ihnen mal eine mitgebracht, die ist echt super. Und zwar ist die Highways geschnitten. Mhm. Und auch wenn Sie die anfassen, die ist super soft. Die hat einen ganz tollen Elastananteil, ist ein bisschen stretchy. Und die ist auch raw, sehen Sie ja. Ne? Und ja, können Sie wirklich sehr gut kombinieren. Die hat eine Enkellänge, das kann ich mir bei Ihnen auch echt super vorstellen. Und das Tolle an der ist, die können Sie sehr, sehr vielseitig kombinieren. Mhm. Ganz casual mal mit einem flotten Hoodie, kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Oder sonst auch mal ein bisschen posch, wenn Sie eingeladen sind. Tunika mit U-Boot, Ausschnitt Dreiviertelarm, kann ich mir auch toll vorstellen. Ja. Okay, das, dann waren viele Informationen jetzt gerade. Dann weiß ich einfach Bescheid, vielen Dank. Aber ich habe gerade gesehen, mein Parkschein läuft. Ach so. Ich müsste jetzt mal schnell los. Mhm. Dann komme ich ein anderes Mal ganz wieder. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man erfolgreich Kunden vergrault. Was ist hier passiert? Ich habe die Kundin totgequatscht. Und für alle, die im Fachgeschäft arbeiten, was meint ihr, wie lange hört euch ein Kunde zu, wenn der euch nicht versteht? Der schaltet nach ein paar Sekunden ab und meine Kundin überlegt auf einmal, sag mal, was muss ich heute noch einkaufen? Wo steht eigentlich mein Auto? So, der driftet ab, der hört euch nicht mehr zu. Und damit kann die Kundin auch gar nichts anfangen. Das heißt, wenn ihr Fachbegriffe verwendet, müsst ihr die erklären und ich desillusioniere euch jetzt komplett. Ihr braucht ganz wenig Fachbegriffe, weil eure Kunden das nicht interessiert. Wenn ich High Waist erkläre, dann muss ich sagen, was das ist. Vielleicht ist es für meine Kundin gar nicht interessant, was eine Enkellänge ist. Dann sagst du, die geht bis zum Knöchel. Das reicht. Also mach es so einfach wie möglich und das zeige ich euch jetzt mal im nächsten Video. Und am Ende habe ich noch einen Tipp für euch, also stay tuned. Hallo, guten Hallo, Tag. Guten Morgen. Ich sehe, ich bin gerade in der falschen Abteilung gelandet, aber ich suche für mich eine Jeans. Ja, ach, die haben wir ganz viele, eine tolle Auswahl, ja. Zeigen Sie sich einmal, okay, wissen Sie, welche Größe Sie haben? Größe 40. Ja, okay, wir haben amerikanische Größen, aber das tut nichts zur Sache. Ich suche Ihnen mal eine raus, die ich mir gut an Ihnen vorstellen kann. Okay, sehr gerne, ja. Ich habe Ihnen mal eine mitgebracht, die können Sie sehr gerne mal anfassen. Die ist ganz weich, ja, das merken Sie, ne? Gut an, ja. Die ist ein bisschen, hat ein bisschen Elastan. So, und die ist etwas höher geschnitten, das nennt sich High Waist. Mhm. Das kann ich mir auch toll vorstellen, weil sie eine super Figur haben. Und die ist nicht ganz lang, sondern geht nur zum Knöchel. Mhm. So, und ist etwas enger, sie haben tolle Beine, die werden sie hervorragend tragen können. Und das Schöne an der, sie können die sehr, sehr vielseitig kombinieren. Das heißt, für den Alltag, ne? Mal ein bisschen lässiger mit einem Pulli. Und auch wenn sie eingeladen sind, eine schöne Bluse dazu. Ja, ja, die gefällt Ihnen die? Ja, ich glaube, die würde ich gerne anprobieren. Ja, ja, ich lege Ihnen die mal in den Okay, Ort. Super, vielen Dank. Jetzt hast du gesehen, wie man es ganz einfach macht und brich dein Gespräch runter. Sei immer auf Augenhöhe mit dem Kunden. Wenn ich den Kunden tot quatsche oder dicht balle mit Fachbegriffen, ist es so, als würde ich mich so ein bisschen drüber stellen. Und der Kunde kann den Eindruck haben, dass es so ein bisschen arrogant, so ein bisschen überheblich wirkt. Von wegen so, oh, der weiß so viel, das möchte er mir jetzt mitteilen und ich weiß gar nichts. Und dann fühlt der Kunde sich schlecht. Musst du gar nicht. Kürzlich war ich selber Kundin in einem Fahrradgeschäft. Da habe ich mitbekommen, da hat ein Berater 20 Minuten ein Fahrrad erklärt. 20 Minuten! Und der Kunde stand daneben und so,
dicht gelabert, ja. Und ich habe als Trainer, ich habe gedacht, oh Gott, ich hau ihm jetzt das Fahrrad aus der Hand und das kann doch wohl nicht wahr sein. Den hätte ich nach anderthalb Minuten raufgesetzt, den Kunden. Der braucht nicht 20 Minuten Fachwissen. Ja, so schnell wie möglich. Du brauchst manchmal überhaupt kein Fachwissen, sondern erkläre immer den Nutzen deines Artikels. Und für alle, die wirklich im Fachgeschäft arbeiten, sei es Sport, sei es Möbel, Brautmode, Kinderartikel etc., bitte erklärt nicht länger als maximal anderthalb Minuten. Dann sollte der Kunde wirklich das Fahrrad ausprobieren, den Kinderwagen schieben, die Jacke anprobieren, die Schuhe, die Sportschuhe anprobieren. Es kann auch mal sein, dass dein Kunde selber mit ganz viel Fachwissen ankommt. Dann lobst du das. Dann sagst du, wow, sie haben ja richtig Ahnung, sie sind ja Profi, das ist ja toll, dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel zu erklären. Immer auf Augenhöhe, nicht betteln, jetzt nicht noch einen draufsetzen von wegen, ah, du weißt viel, ich weiß noch mehr und so. Das braucht ihr alles nicht. Also mach es, brich es runter. Und ich sage in meinen Seminaren immer, wende das Oma-Prinzip an. Braucht ihr nicht zu googeln, das gibt's nicht. Das habe ich mir ausgedacht. Das heißt, ich erkläre Artikel immer so, dass, als würde es jetzt meine 83-jährige Oma verstehen. Also wenn ich Fachbegriffe habe, muss ich sie erklären. Und das machst du jetzt mal und du wirst sehen, es ist viel einfacher, weil andernfalls könnte es sein, dass du Kunden verlierst. Ne? Die sind überfrachtet und das ist nicht gut, weil ich erkläre dann quasi am Kunden vorbei. Den Kunden interessiert nur Nutzen, Nutzen, Nutzen. Was habe ich davon? Was bringt es mir? Und das wendest du jetzt an. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und wenn dir mein Kanal gefällt, lass einen Daumen hoch, abonnierst, da würde ich mich freuen. Ich freue mich über jeden Abonnenten oder teile das Video. Ich weiß, ich tauche in ganz vielen WhatsApp-Gruppen auf von Geschäften. Das finde ich super. Und ich wünsche dir viel Erfolg.